Und damit herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley am 10. Frühling. Und heute wird vermutlich richtig was losgehen. Morgen tolles Wetter fürs Luau. Hier ist die Süße. Hat meine Hopfen gewonnen. Hat sie auch meinen Hund gewässert? Hat sie nicht. Doch, hat sie auch. Stark. Also nicht den Hund gewässert, sondern die Schüssel von ihm, ihr wisst schon. Oh, eine Brille zu viel. Verdammt. Dann hole ich mir gleich 9-mal Bait. Ist das fertig hier? Ja. Boah, das Schwein ist jetzt richtig fett. Also, es ist ein Schwein und es ist richtig fett. Das war jetzt nicht meine Beleidigung. Ihr wisst schon. Na komm. Jo. Jo. Okay. Hör mir auf damit. Hier war doch noch. Genau, hier waren doch noch ein paar Fässer frei. Die da unten machen alle Bier, die machen Obst, bla bla bla. Ja, morgen treffen wir uns alle am Strand und... Achso, ist der Bürgermeister. Morgen treffen wir uns alle am Strand und feiern das Luau. Der Höhepunkt ist quasi so ein Pottich. Da muss Zeug rein und da musst du auch was reinschmeißen quasi. Nicht wie letztes Jahr. Das habe ich mitgekriegt. Ja, von 9 bis 2. Ist heute nicht Luau? Ist das morgen? Das ist tatsächlich morgen das Luau. Halt meine Früchte. Your house should be ready tomorrow. Das ist sehr gut. Kann ich gleich das Luau drin feiern? Also. Mit Lea. Jetzt. Unterm Bett. Oder. Ach so. Ihr wisst schon. Tolle Schweinegeräusche, echt super. So, die Cabbage ist auch noch fertig. Oder mal, ob wir da einen goldenen rauskriegen. Wieso ist der eine Versteht er? Warum? Der Mais wird bald fertig. Der Hopfen ist immer noch nicht so weit. Die Blaubeeren sind auch noch nicht so weit. Und was auch immer ich da unten angepflanzt habe, ist auch noch nicht so weit. Keine Ahnung, was hier los ist. Habe ich denn einen goldenen rausgeholt? Ja. Der Rest wird verscherbelt. Und die vier hebe ich auf. So, machen wir das. Okay, wenn ich jetzt nicht bald den Ork Raisin loswerde, werde ich hier ein bisschen verrückt. Deswegen packe ich den jetzt hier rein. Driftwood kommt hier rein. Stein und Kohle kommen hier rein. Die übrig gebliebene CD kommt hier rein. So. Da liegt ein riesengroßer, fetter Trüffel. Sehr gut. So soll das sein. Das Häschen, Quatsch, das Häschen. Den packe ich mal sicherheitshalber hier runter. Warum dreht denn der sich dann immer... Oh ja, hat's aber gemacht. Der dreht sich manchmal dann so komisch. Und dann trifft er natürlich das Viech nicht. Braune Kuh. Schafe haben noch nicht. Braune Kuh, braune Kuh, braune Kuh. Weiße Kuh. Hat auch nicht. Was has no milk right now. Okay, du hattest da wenigstens mal noch welche.
Gut, Eier. Jede Menge Enteneier diesmal. Und ein bisschen Wolle. Da müssen wir mal gucken, wie es unserem... lass mich vorbei, danke. Die Trüffel, die sind groß genug. Das passt, passt, passt. Ich wollte irgendwas gucken, genau, wie es unserem Gewächshaus geht und wie es im Gras geht. Aha. Zweimal Sternfrucht zählt als Frucht. Mehr ist das jetzt dann nicht. Toll. Kann ich bestimmt einen sehr hochwertigen Wein draus machen, aber... Naja. Was nicht muss, das muss nicht. Was allerdings sehr wohl muss, ist hier... die Heuernte. Denn ich werde ein komplett volles Silo brauchen, um das halbwegs sinnvoll zu gestalten. Okay, 75 waren das nochmal. Das war sehr ausreichend. Hier fangen wir bitte gar nicht erst an, irgendwie rumzuwachsen. Ach so, Moment, ist eigentlich der Wald da oben irgendwann mal fertig? Ja, das sind doch nochmal ein paar Bäume. Eine ganze Menge Bäume sogar. 681, ja, das ist ja jetzt fast voll. Und da kommt nochmal ein ganzer Herbst, also sehe ich da keine Probleme. Huch. Na, hat gepasst. Plopp. Plopp. Na komm. Da wäre halt auch noch Potenzial, dass du zum Beispiel die Silos upgraden kannst, dass sie dann einfach höher werden. Oder ein bisschen... bisschen anders. Also das wäre natürlich cool, wenn du nicht nur die beiden Ställe upgraden könntest, sondern eventuell auch die Silos. Na, das Gewächshaus vielleicht nochmal. Sowas. Und mal gucken, was der liebe Kollege Elb sich da einfallen lässt. Wahrscheinlich aber doch eine ganze Menge. Hier brauche ich 24 irgendwas zum Ansetzen. Die Sternfrucht schmeiße ich in den Seedmaker. In der Hoffnung, dass ich da mehr rauskriege. Starfruit, das ist erstmal alles egal. Die baut da noch rum. Oh. Jo, zwei. Dann den auch nochmal. Dann gehe ich runter, kümmere mich um mein Zeug hier. Bleiben ständig Eier übrig. Ist euch das mal aufgefallen? Milch bleibt eigentlich kaum übrig. Eier bleiben die ganze Zeit übrig. Das wiederum ist nicht so schlimm. Die kann ich in der Küche verbraten. Also hält sich da die Enttäuschung auch in Grenzen. Boah, sogar drei rausbekommen. Pop. So. Gerade ein bisschen Holz. Das heißt, wir machen das von vorhin wahr. Krimmel. So. Und machen hier tatsächlich eine Weinkiste auf. Warum ist da Stoff drin? Hier jede Menge Wein. Hier habe ich auch nochmal Wein. Da. Das kommt hier rein. Das kommt hier rein. Nee, halt. Das ist ja überhaupt nicht richtig. Das kommt hier rein. Und dann gehen wir erstmal los. Oh, ein Häschen. Nicht, dass mir das jetzt was bringen würde, aber... Oh, ein Häschen. So. Oh,
Erinnerung wäre also das Luau. Hawau. Das ist echt blöd, weil ich hier die Session beenden muss mit der Aufnahme. Ich hoffe, ich denke dran, was für einen Pot mitzunehmen. Ich schreibe es mir ja ganz groß auf, aber ob das Aufschreiben hilft, ist ja bei mir immer so eine Sache. Ich mache es am besten jetzt gleich. Ihr seid mein Zeuge. Mein rein akustischer Zeuge. Ja, hier, Kuli. Ja. Und dann nächste Aufnahmesession. Nächste Aufnahme. Stardew Valley. Luau. Was für den Pott mitnehmen. Und zwar High Quality. Ganz groß, kommt hier wieder in die Tastatur. Ich hoffe, ich denke dran. Schauen wir mal. Jetzt zuallererst, da brauche ich die Pomegranate, da brauche ich die Äpfel. Hier brauche ich den Trüffel. Damit ist das Chefsbundle tatsächlich komplett. Und ich habe 3 Cakes. Freundschaftsplus. Die Frage ist halt, bei wem ist das jetzt ein Freundschaftsplus? Und hier den Red Cabbage. Das ist bei ihr ein Freundschaftsplus, aber einen Koch habe ich halt hier noch nie gesehen. Oh, ein Seedmaker. Okay, der kommt erst im Herbst. Gut, gucken wir doch mal. Habe ich jetzt hier irgendwie großartig, Achso, den Friendship Boost kriege ich ja erst, wenn es fertig ist. So rum war das ja. Das habe ich, natürlich vergessen. Sweet Pie, noch ein Cabbage. Bom, bom, da, bom, da, bam. Da läuft Major Lewis hier. Kristen Cabbage. This is great. Ah, oh, die Moonlight Jellies werden bald. Die Moonlight Jellies werden bald wieder hier sein. Ach, einer meiner schönsten. Also eine der schönsten Sachen hier im ganzen Tal. Hey. Hey, Farmers Junge. Hab da mal eine Frage für dich. Wenn ich Pro werde. Das wärst du mein erster Fan, ne? Ist das eine Frage? Das ist halt eher das Problem. Zählt das als Frage? Angeln müsste ich noch wie ein Bescheidener. Weil ich noch den einen Fisch bloß noch brauche oder 2 Fische? 2 Fische, genau. Den Lake und den Rifor Fisch. Angel habe ich bei. Bait habe ich bei. Nö, Elliot. Ich gehe mal links an den Lake. Da weiß ich wenigstens, dass ich da schon mal ein Sturgeon gefangen habe. Und wir gucken mal, ob die mysteriöse Frau da ist. Nö, heute nicht. Die hat ja manchmal auch was Sinnvolles zu verkaufen. Anpflanzen oder so musste ich heute nichts mehr, oder? Nicht, dass ich wüsste. Verdammt, zu spät. Eigentlich habe ich relativ schnell gedrückt. Aber irgendwie eben nicht. Komm schon. Yes, Hito. Aha, wieder ein bisschen was Widerspenstigeres. Ja. Hm. Ja, ja. Huch. Vielleicht eigentlich aber auch gerade einfach nur. Wow, wow. Could you please not? Immer diese blöden Pikes, die braucht kein Mensch. Also ich brauche die zumindest gerade überhaupt nicht. Ich brauche einen Stör. Oder was anderes. Noch eine Pike. Habe ich echt Pech, dass das die falsche Jahreszeit ist. Dafür ist immer die richtige Jahreszeit. Echt jetzt? Hier ist so ein Lob-Auswerfer, vielleicht hängt hier einer unterm Steg. Also Lob aus dem Englischen von so Bogen. Oh, über ein Hindernis drüber. Hat nichts mit Lobster zu tun. Das ist fies, wenn er dann da unten rumhängt. Da kriege ich ihn nicht, weil die Bar da bounced. Das ist echt die falsche Zeit dafür, oder? Ich fange ja nur Pikes. Nicht, dass das jetzt mega schlecht wäre, aber
Es ist halt nicht wirklich das, was ich brauche. Letzter Versuch jetzt hier in dem See. Und noch ein Pike. Ach, come on. Pikes all day. Baum lasse ich jetzt mal Baum sein. Obwohl Holz hatte ich, glaube ich, gar nicht mehr so viel. Stellen wir uns hier hin. Ab in den Fluss. 7.30 Uhr, das passt. Ich muss, glaube ich, nichts anpflanzen oder sowas. Moment, das Cabbage-Feld oben ist doch jetzt leer, oder? Was habe ich da hingepflanzt? Deswegen bin ich da ursprünglich los, oder? Weil das Cabbage-Feld oben rechts leer ist. Na, ich glaube, ich habe verkackt. Bei Einkaufen war ich ja nicht, ne. Oh, ein Flüglürmchen. Also ein Glühwürmchen. Aber halt auch Flüglürmchen. Ich gehe mal wieder vom Controller weg hier. So. Oh, das erste Bier ist fertig. Ja, das Feld war ja leer. Das war ja mein... Was ist denn jetzt alles fertig nochmal geworden? Moment. Ich habe hier zu viel Zeug auf einmal gerade. Der Kuchen kommt hier rein. Die Fische kommen in die Fischkiste. Das ist die Weinkiste. Das ist die Fischkiste. Das kommt hier rein. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Das kommt hier rein. Wie, das waren zwei? Das kommt da rein. Das kommt hier rein. Das kommt da rein. Das ist jetzt echt nochmal eine ganze Menge Sortiererei hier, aber wenn wir wollen, dass das hier halbwegs übersichtlich bleibt, bleibt da nichts anderes aus. Achtmal. Schnappen wir uns hier sowas. Das zählt als Frucht. Das zählt ja gar nicht als Gemüse. Das zählt ja als Frucht. Das zählt ja auch als Frucht. Warum zählt denn das alles als Frucht? Ich werde aber bestimmt hier keinen Saft aus Chili herstellen. Rhabarber sehe ich ja noch ein. Ach, was soll's. Ich schmeiß das jetzt hier mit rein. Einfach nur aufgrund meiner Ordnung. Ich werde aber keinen Wein draus herstellen, solange ich das irgendwie geistig in Erinnerung behalte. Rein der Ordnung halber ist es halt eine Frucht. Gut. Geld heute machen. Allzu viel wird es ja nicht. Oh, hier habe ich Bier. Da hole ich gleich nochmal 10-mal Neues. Geld, zeittechnisch schaffe ich das. Zehn Bier. Wow, 50 Energy gibt es. Ich werde es jetzt halt verscherbeln, aber ich werde sofort 10 Neues ansetzen. Läuft ja wie am Schnürchen hier. So, da haben wir das dann auch. Ja, da muss ich noch was anpflanzen, siehst du. Jetzt wird es dann nämlich doch langsam eng. Assortment of Wild Summer Seeds. Spring. Radish. Ah, davon habe ich zum Glück noch ein paar.
War jetzt eher so mathematisch so, wie viel brauchst du denn? Aha. Hast du schon längst genug. So. Bauen wir ja nochmal Radieschen an. Hatte ich Glück, dass ich noch was auf Tasche hatte. Irgendwas hat man ja immer auf Tasche, aber halt auch noch was Sinnvolles. Viecher hatte ich mich gekümmert und morgen ist das Luau. Da wollte ich eigentlich auch was aufheben. Den Cabbage, glaube ich, ursprünglich. Irgendwas ist passiert. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.